Ja, ich habe gesagt, heute ist kein Tag für die Ying, heute ist mal wieder einer für die Yang. Und dabei bleibe ich auch. Hola, was geht ab, Aleska? Nicht viel. Anni war gerade hier, hat mir die Vorlage gegeben. Perfekt, dann zeig mal ja. Das ist so wild, ne? Ich schwör's dir, das ist so wild. Broken Bros get no hoes. Ich fühle das einfach immer noch zu 1 Million%. Das ist so wild. Das ist so wild. Broken Bros get no hoes. Junge, das ist komplette Legende, ich schwör's dir. Jetzt kann man richtig gut, dass es ein Handy ist und SPLS Talk ist auch gut zu lesen jetzt. Das ist so, ist das 10 von 10, sage ich euch, wie es ist. Ja, Mann, der Schriftzug ist crispy clean. So sieht das geil aus. Ist auf jeden Fall besser zu erkennen, dass es ein Handy ist. Ja, mega gut, mega gut. Ich finde super. Man kann alles erkennen. Die Handy kann man super erkennen. Die Schriftzug ist 10 von 10 jetzt. Es sticht jetzt auch ins Auge. Du guckst drauf, Handy, SPLS, und man liest es auch direkt. Also, man kann es auch vernünftig lesen. Ja, das ist geil. Das ist sehr geil. Ja. Dazu kommt ja noch, wenn es auf dem Pounder ist, ist das ja auch wesentlich größer vor dir als jetzt auf dem Handy. Hola! Hola, was geht ab? Oh, okay, da taucht noch... ich hab euch beide gesehen, sie. Eine Frage. Ist Gordon da? Gordon? No, gerade nicht. Scheiße, okay. Musst du später nochmal probieren, gerade ist nicht da. Okay, alles klaro. Gracias. Keine Problem. Ciao, ciao. Adios. Ciao. Wer zur Hölle war das und was die will von Gordon? Was ich ist hab keine Gordon? Ahnung. Warte mal. Jetzt ich bin verwirrt. No way, Gordon niemals. Aber vielleicht er wird... Ah, du weißt nicht, ne? Manchmal die Kinder werden erwachsen, no? Fliegen aus dem Haus. Du kriegst gar nicht richtig mit. Der kann ja sein, ne? Hola. Hallo, Valeska. Was geht ab? Ja. Wir sind dabei, das Problem aus der Welt zu schaffen. Die Frau wollte sich gerade mit uns treffen. Ich habe sie jetzt nochmal erreichen können. Und natürlich, nicht mal ein öffentlicher Ort ist gerade sicher genug. Ich glaube, sie ist sich ihrer Scheiße, die sie gebaut hat, bewusst. Ja, wenn ihr der auch sagt... Nein, Wieland, dein Wort bitte. Alessio, das bleibt ja mein Wort, ne? Ich weiß, wir hatten wahrscheinlich nicht viel zu tun, so, aber ich bin wirklich ehrlichste Seele, so. Auch zu Mutamba, so. Wir haben gerade noch einen beflaggt, der gestern dabei war. Ich war selber nicht dabei. Ich hab den selber beflaggt und da wurde kein Wort von der diesbezüglich gesprochen, ne? Was da kommt. Komm mal, ich hab mir SMS geschrieben, dachte du willst reden, warum seid ihr wieder weggefahren? Ja, wo warst du denn? Ja, hol die doch einfach ab. Das Ding ist, guck mal, Mühle, du warst gestern nicht da, sagst du, ja? Nee, ich war gestern nicht da. Guck mal, ich komme in die Casino gestern. Ich sehe den Trottel da mit dieser Frau und die ziehen sich da um. Ja. Und ich frag schon noch so, ey. Ich frag die Frau, ich so, weißt du, worauf du dich da eingelassen hast und so. Und sie sagt so, ja und so, bla bla bla. Ja. Okay, alles gut. Bis dahin ja auch alles gut. Bin ich ja auf deiner Seite, ne? Müsst ihr ja selber wissen, ne? Das Ding ist aber, dass ihr ja gestern ein paar Leute so quasi als Geisel genommen habt, damit ihr viele Truppen vorweisen könnt und so weiter und darf so fort. Ich das Veto, Joker. Lass den Herrn doch mal ausbläden. Tolga, halt die Schnauze. Okay. Guck mal, ich kann dir nur das sagen, was ich höre, ne? Und das ist halt, dass heute kommen Leute zu mir, die sagen, ja, man hat das gestern mitbekommen. Die Wasserhans waren sehr unterwegs und haben versucht, überall ein paar Leute schnapp zu machen und so weiter und so fort. Das ist im ganzen Staat rumgegangen, dass ihr da gestern ein paar Leute so auf andere, also einfach so, ne, kurz mal einschalten wolltet, um da ein paar mehr Mann auf den Teppich zu bringen. Okay, kann ich verstehen. Das mag auch wahrscheinlich sein, so. Das will ich auch nicht bestreiten, dass das eventuell so war, ne? Oder so war auch, ne? Genau, das ist auch eigentlich bis dahin gar kein Problem, so. Ist mir ja egal, so. Also, ne, juckt mich ja nicht. Das Problem ist nur, dass die Frau jetzt einen Tag später am Meeting Point steht, in einer Runde von 7, 8 Leute, wo alles Mögliche dabei ist, und sagt, ja, ich wurde gestern von die Wasserhans als Geisel genommen und dann musste ich am Casino vor Alessio, mussten wir da Vorsprechung machen und Vorstellung machen und dann haben die Wasserhans uns gesagt, wenn ich nicht nach deren Regeln jetzt mache und irgendeine Blödsinn erzähle, dann wird Alessio mich umbringen. Der wird mich töten, hinrichten. Das geht gar nicht. Steht die am Meetingpunkt, erzählt die vor 10 Leuten, alle möglichen Leute da. Ja, Schwachsinn, so. Ist nie gesagt worden. Ne, das geht auch nicht. Also, ich sag dir eins,
ihr seid für uns, sage ich es ehrlich, also für mich auch, ne? So wurde mir das auch von Anfang an beigebracht, ne? Ihr seid zu, ist Kakerlake, ne? Und allein, dass wir sowas einfach Gelüste in die Welt setzen würden, so, sage ich es ehrlich, ist auch nichts gegen. Bin ich nicht, sehe es auch nicht hinter. Dann haltet mich einfach auf die Laufende, was das angeht. Und sobald ihr die habt. Ja, dann macht das. Tolga, wie du gehst in den Knast, ich habe für morgen Essen bestellt. Ja, ich versuche dann das aufzuliefern. Ansonsten bringe ich dir das mit. Wobei, ist kein Problem. Gut, alles klar, Jungs. Dann wir hören uns später. Alles klar, okay. Alles klar, ne? Ciao, ciao. Wir machen Angriff. Ciao, ciao. Ich bin ehrlich, der Ding scheint, der scheint echt nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Wer war das? Bülent. Ja. Baulin, glaube ich, heißt er. Der scheint wirklich nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Und der ist auch schon ein bisschen länger dabei. Auf seine Wort kann man vielleicht eine Vertrauung machen. Wir werden sehen. Wenn er das Projekt jetzt gut umsetzt, dann kann man in Zukunft, weiß man, dass man auf seine Wort eine Vertrauung machen kann. Ja, sollen wir vorne an die Bande mal fahren und gucken, ob wir da was sehen von hier oben? Sehe. Ich fahre einfach mal auf Tor vorbei. Ja. Und am Ende egal. Die werden die schon bringen. Wenn die morgen nicht da ist, dann bringen die halt übermorgen am Wochenende. Ist mir scheißegal. Läuft nicht weg. Die hat halt Kacke gelabert jetzt am Meeting Point. Und wer am Meeting Point was sowas erzählt von vielen Leuten, der muss halt davon ausgehen, dass er dafür auf die Fresse bekommt. Das ist so richtig. Ja, halt mal an. Ich gehe jetzt hin. Wenn die Skulls da sind, auch dann. Bevor, nicht, dass die meint, die kann die als Schutzschild benutzen. Schau mal, was ich packe. Hola! Knapp, ey. Hola, hola. Was geht ab? Wir beleben eine Weile. Ein paar Menschen gesucht. Wer fährt? Wen hast du gesucht? Wer wohl? Ja, bei Valeska könnte das passieren tatsächlich. Verprügst du? Die im grünen Nix. Auto alles hat gut. Jetzt einfach einen Herzinfarkt bekommen, deswegen stehen die da. Wen du hast gesucht, Aaron? Hä? Wir haben Menschen gesucht. Achso. Generell, ich dachte, irgendwelche spezielle. Nee. Du? Ja, ja. Da weiß ich jetzt nicht, ne? Da kenne ich aber andere Sachen. Mittlerweile. Kenne ich andere Geschichten. Was ist da? Wer ist das mit dieser gottverdammten Hupe? Das sind drei. Das sind drei Stück und die machen das ganze Zeit. Die beiden, die da rechts stehen, genau dazu. Habe ich deinen Wagen getroffen? Bist du bescheuert? Habe ich deinen Wagen getroffen? Was fährst du volle Kanne in mein Rolls rein? Also ich kann schwören, ich habe ihn nicht berührt. Da stehen 25 Leute. Ja gut. Alles hier, box ihn in die Fresse. Das ist ja schon lustig mit die Hupe und so, ne? Aber was soll denn die Scheiße jetzt? Ja, das war dann mit Sicherheit mit Absicht. Ach ja, nicht mit Absicht, ne? Nicht mit Absicht. Same. Gut, egal, komm. Soll ich ACLS anrufen? No, so? Alles gut, wir machen schon. Auto. Die Kinder von die Grünen, ne, müssen spielen und übertreiben es wieder ein bisschen. Dann ist wieder große Entschuldigung. Ja, immerhin haben sie eine Werkstatt, ne? Also sie können es nicht. Aber er wollte mir gerade verklickern, er ist nicht reingefahren. Was? Ah ja, natürlich. Ja. Natürlich. Er hat hier locker 10 plus Zeugen, aber okay. Ja gut, also es könnten auch Valeskas Parkkünste sein. Ne? Ich sagte, ne? Das versucht er jetzt. Ich seiner Verteidigung, ne? Das ist für mich auch so eine Grundreaktion, wenn ich einen Unfall baue, ne? Wegen der Versicherung. Ja. Sagst du auch, in meinen Augen sah anders aus, ja? Nee, ich sag das erste, was ich immer sage, ist, ich bin da nicht reingefahren. Ach so. Das ist nicht meine Schuld. Das heißt, da kommt jetzt Gordon, der steigt da jetzt aus, dann kommt der her und dann fahrt ihr wieder. Ja, der war die ganze Zeit nicht da, der weiß von gar nichts. Gordon, steig wieder ein, wir müssen los! So, bis später, ciao, ciao. Du bist so ein schlechter Mensch. Anwesend oben bei uns. Hola, Gordon, ich klär dich mal kurz auf, du warst ja nicht da. Diese komische Tante, die da gestern stand, von den Wasserköpfen hier, die wir da im Casino getroffen haben. Okay. Jetzt habe ich den Wasserköpfen den Arsch aufgerissen. Die haben gesagt, die lügt, das stimmt nicht. Und die haben die jetzt gerade eingepackt und fahren jetzt zu uns, zu die Haus. Und da sollte die jetzt eigentlich... da sind die jetzt und dann gucken wir, wen wir von beiden gleich in den Kopf schießen. Entweder die Wasserköpfe, weil die gelogen haben, oder die Alte, weil die Scheiße über mich am Meeting Point erzählt. Einer von beiden kriegt gleich einen Kopfschuss. Ja, vermutlich die. Ich glaube, sogar ihren eigenen Wassernamen gehabt, Dania. Der hat sich dann noch so vorgestellt. Valeska! Ist kein... Hallo! Was machst du? Valeska? Geht's euch gut?
Ja, ich weiß, ich bin mir unsicher. Valeska? Ja, Valeska geht's nicht gut, bin mir aber nicht ganz sicher. Wieso, wofür ein Kühlpack? Ist jetzt schon durch. Ah, da bist du ja. Mach mal aus, ich hab keinen Schlüssel. Okay, nee, Valeska ist wieder da, deswegen. Die ist jetzt schon fertig mit den Nerven. Ja, ja, die ist am Zittern. Und ach, hör doch auf, Gordon, bitte. Die ist schon am Zittern. Ach, komm. Komm, zittern. Ach. Okay. So, ja, wir sind da. Richtig am Bibbern. Ja, ich mach euch hinten auf. Warte. Ich steh vorne. Ach so. Ja. Brunnen. Vorne. Das ist aber auch viel Show bei der. Ja, 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 ja. Ja, ja. Was haben sie bis jetzt nur gesagt? Er hätte es selber besser wissen müssen. Hallo, hallo, hallo. Hi. Schön, dass ihr alle da seid. Freue ich mich ja. Ja. Kann man Wachen wegstecken, glaube ich jetzt, ne? Ja, komm. Ja. So, wir haben uns heute hier versammelt, ne? Quasi wie ein Gericht, um eine Wahrheit, eine Herausfindung zu machen. Du weißt, worum es geht, ja? Ja. Dann erzähl mal. Ich hab Scheiße gebaut. Was hast du für Scheiße gebaut? Erzähl. Es ist alles so schnell gegangen gestern und eigentlich wollte ich das nicht. Und ich hab gesagt, dass ich nicht mitfahren wollte, obwohl ich... Ich wusste zu dem Zeitpunkt, bevor ich im Auto saß, nicht, um was es geht. Und ich war zu dumm, um zu sagen, dass ich doch nicht mehr möchte. Und dann habe ich erzählt, dass ich nicht mitfahren wollte am Meeting Point. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Es tut mir so leid. Ja, du hast ja... Nein. Du hast ja nicht nur gesagt, dass du nicht mitfahren wolltest, sondern du hast erzählt am Meeting Point, dass... ich eine Umbringung mit dir mache, wenn du... Nee, ich hab gesagt, ich hab Angst. Ja? Ich hab Angst davor. Dass ich was mache. Warum zur Hölle? Weil gestern Miguel Alonso gesagt hat, dass wenn ich nicht tue, was du möchtest, dass was passieren kann, dass ich sterben muss. Oh Gott. Was? Oh nee, nicht so, wieder. Ich sag dir ne... Ich hab keine ich Lust mehr. Ich wollte den letzten so umbringen, ich sag es dir. Das kannst du doch keinem mehr erzählen, was ist hier schon wieder los, ey. Ich bin schon seit Wochen am Predigen, das heißt, auf den hast du den Fallen, hast du es gesehen. Ja, das ist Miguel und... Ist das nicht... Ja, das ist euer Freund. Euer Freund. Ja. Welcher Freund? Ja, wo ihr so gut drauf zu splitten seid, dieser Miguel. Ist das der, der damals hier vor die Wand gewandert ist? Miguel Alonso ist einer von den Wasserhans, das ist nicht unser Miguel. Ja. Ja, das ist halt schwierig, ne? Das Problem ist halt wirklich, also, du bist ja nicht erst seit gestern hier. Und das Problem ist halt, am Meeting Point einen Tag später zu stehen und das zu sagen, das ist, also, das schreit danach, dass man entweder, willst du dem Wasserhans oder mir, in dem Fall sogar uns beiden, entweder richtig ans Bein pissen und willst, dass die Bullen uns hops nehmen, oder du willst einfach, du bist lebensmüde, eins von beiden. Aber es gibt keine andere Erklärung dafür. Ich hab mich einfach so... Nee, es ist heute so viel Scheiße passiert und ich muss mit jemandem drüber reden. Ja, aber du bist mit der halben Welt. Mit der ja, aber ich kannte diese Leute mit der halben Welt. Ich dachte, diese Leute sind Freunde. Jetzt ja gut, da geht's gar nicht mehr gut. Ist ja nichts, anscheinend ja nichts. Ja, aber das hat ja auch nichts mit Freunden zu tun, wenn du Scheiße erzählst, ja? Ja, ich hab gesagt, heute ist kein Tag für die Ying, heute ist mal wieder einer für die Yang. Und dabei bleibe ich auch. Heute ist Yang-Tag. Das Unlucky war, die letzten Wochen war immer Ying-Tag, ne? Aber heute ist der erste Yang-Tag. Ja. So, das ist eure Praktikantin, ne? Ihr habt die gestern mit angeschleppt, ihr habt die vor mir gestellt. Wegen euch hat die heute Kacke über mich an ganzen Meeting-Point erzählt. Ihr sucht die Strafe aus. Das ist euer Bier. Nö, Tolga, du machst das. Achso, ja. Wenn du verkackst, ne? Dann hast du Mist am Hals. Hä? Ruhe. Einfach die Schnauze halten können, wenn die Wege ziehen können, ne? Du machst ein Meeting Point und du quatschst. Und jetzt. So, Problem weniger, ne? Ich hab Bock zu labern, ihr Scheiße, Alter. Gib mir auf den Sack, die Fickpässe immer. Meine Fresse. Das heißt, sie erfinden irgendwas. Okay, ich weiß, was Miguel gesagt hat. Der ist der Nächste. Der ist der Nächste. Er ist definitiv der Nächste. Ihr habt ihr im Keller, morgen wahrscheinlich. Übermorgen, keine Ahnung, irgendwann. Ja, den würde ich auf jeden Fall gerne nochmal. Ja, kein Problem, die können wir auch. Aber wie fällt sich das jetzt, als würde sie schlafen? Meinst du, sie ist müde, Valeska? Ja, irgendwie schon, oder? Heute ist Tag für die... Ich sagte ja, heute ist keine Ying, heute ist die Yang-Tag.
Hab mir eine Plastiktüte. Normalerweise, ich muss sagen, wäre eine Jing-Tag gewesen, ich hätte Erbarmen gezeigt heute, ne? Yuland, die ist schwer, Ja, das hast du so.